freudig auf den Wettkampf. Auch für Erik Lesser soll das gelten, sagt Fritz Fischer. Gucken wir mal. 16,6 Sekunden war der Rückstand beim Wechsel. Und jetzt sind es 15,2 Sekunden. Er hält mit. Er holt sogar ein bisschen auf. Jetzt die große Frage, woran das liegt. An einem taktierenden Svensson oder an einem hervorragend startenden Erik Lesser? Der mit seinem Einzelwettkampf gar nicht zufrieden war. Vor allen Dingen im Laufbereich. Da wollte er sich heute auf alle Fälle steigern. Mit den beiden letzten Schießeinlagen, da blieb er fehlerfrei. Das war ein gutes mentales Erlebnis, ein Erfolgserlebnis. Und Svensson sieht immer aus wie ein Stier. So ein breites Kreuz hat er und der läuft hier hoch und schiebt natürlich an diesen Überrundeten vorbei, als würden die gar nicht da sein. Svensson ja enorm athletisch, enorm kraftvoller Läufer. Das ist auch die Grundlage für seine vielen Erfolge. Es sind 31 Weltcupsiege, die er hat inzwischen. Martin Fourcade hat noch nicht so viele. Der hat 19, dennoch eine beeindruckende Zahl. Er viel schmaler gebaut, wenn Sie das mal vergleichen, im Oberkörper hier. Und das ist auch der Punkt, wo die Trainer noch sagen, da ist das Potenzial noch für den Jungen, um noch besser zu werden. Martin Fourcade, 1,27 zurück auf Rang 3. Jetzt haben die Österreicher überholt, die Franzosen. Der kann noch schneller werden, sagen die Trainer. Er muss athletisch noch zulegen, vor allem im Oberkörper, um dann noch mehr schieben zu können. Aber ein noch schneller werdender Martin Fourcade. Puh. Ja, und er tänzelt etwas die Anstiege hoch. Er springt. Anders als Emil Heckle Svensson, der hier die Berge abgraben will. So sieht es optisch aus. Der unheimlich physisch stark ist. Ja, man kann das von außen immer schwer beurteilen, wie gut er jetzt tatsächlich diesen Anflug einer Erkältung wirklich verkraftet hat. Es sieht zumindest so aus, als würde ihn das überhaupt nicht mehr beeindrucken jetzt. Er geht kraftvoll wie immer die Strecken hier an. Er, für den diese Saison ja eigentlich vor dieser WM gar nicht gut war, der hatte lediglich einen Sieg, bevor er zu diesen Weltmeisterschaften kam. Das war der Verfolger von Pokljuka. Danach war nichts mehr mit Svensson auf 1. Und dann kommt er hier zu diesen Weltmeisterschaften und ist auf den Punkt topfit. Holt Gold mit der Mixstaffel, Gold im Sprint, Gold im Verfolger. Große Frage, was es heute wird für die Norweger. Und Erik Lesser, 20,9 Sekunden. 4 Sekunden. Verloren jetzt? Verloren, ja, vom Wechsel her. Aber da läuft der Superstar gegen Erik Lesser. Also das ist nicht zu erwarten, dass Erik da mithalten kann. Das ist aber alles gut, das ist alles im Rahmen, was hier passiert. Denn, Herbert, du hast es beim Wechsel schon gesagt, nach vorne zu schielen, das wäre schon eine riesengroße Überraschung. Das sollte man eigentlich kaum mehr in den Bereich des Möglichen rücken, sondern Platz 2 anpeilen, den Rückstand nach hinten sichern. Durch weiter so gute Leistungen am Schießstand, durch weiter so gute Leistungen auf der Strecke, das wäre ein Riesenerfolg für die deutsche Mannschaft. Jetzt geht's zum ersten Schießen. Svensson ist schon am Schießstand. Da sehen wir ihn. Und genau parallel zu ihm auf der anderen Seite dieser ganzen Betreuer-Trainer-Tribüne, da ist jetzt gerade Erik Lesser. Man sieht sehr schön die Windfahnen. Fast keine Bewegung in der Luft. Gute Bedingungen für das Schießen. Ein wenig bei links, ein wenig bei tief. Also, weil wenig Wind ist, trifft er die 10. Ja. Jawohl, so geht das. 5 Treffer, Emil Hegle Svensson. Die norwegischen Fans kommen hier aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Jetzt Erik Lesser. Klasse! Erik Lesser, sehr gut. Es bleibt dabei. Kein Fehlschuss heute für die deutsche Mannschaft. Auch Erik Lesser reiht sich ein in die Erfolgsserie, die Simon Schemme, Andreas Birnbacher und Arndt Peiffer angefangen haben. 18 Sekunden der Rückstand, ungefähr im Bereich wie beim Wechsel. Das bleibt gleich, das ist gut. Weiter so, Erik Lesser. Ganz guter Tag heute für die deutschen Biathlon-Männer. Fantastisch, wie sie sich
am eigenen Schopf hier herausziehen, aus dem Schlamassel sozusagen der letzten Tage. Hier beweisen sie, dass sie es können, dass sie zum richtigen Zeitpunkt fit sind. Und jetzt natürlich ein heißes Duell. Um Platz 3. Da ist Martin Fourcade für Frankreich, da ist Dominik Landertinger für Österreich und ganz hinten Dimitri Malischko, der im Einzel geschont wurde, der Russe, für Staffel und für Massenstart, der beste Russe im Weltcup. Und Simon Fourcade schaut seinem Bruder zu. Fehler Russland. Österreich fertig, Landertinger, gutes Schießen, schnelles Schießen. Ja, das kennt man von Fourcade. Er ist immer etwas vorsichtig am Schießstand, riskiert nicht das Letzte, versucht immer mit 5 Schüssen alles zu treffen. Das ist meist die richtige Wahl, gerade weil er auch so laufstark ist, kann er sich das auch leisten, mal insgesamt 5 Sekunden länger zu schießen. Und es sind gerade mal eben 6 Sekunden, die er Rückstand auf den, aber auch eigentlich laufstarken Landertinger hat. Aber wir kennen die Schlussrunden von Martin Fourcade, die oft sehr, sehr beeindruckend sind. Malischko 1,39, nochmal 3 Sekunden hinter Fourcade. Das bleibt ein heißer Kampf da um die dritte Position in diesem Rennen. Ja, und eben habe ich gesagt, Michael Kretschmer ist eigentlich der Schwächste von den Tschechen. Straft mich zumindest in diesem Moment Lügen hier. Gute Schießeinlage von ihm. Tschechen bleiben Sechste in diesem Rennen. Eriks Trefferbild. Die ersten Schüsse mit etwas Glück. Links. Der Wind von links nach rechts, aber es hat gepasst. Da freut sich der Fritz, da freut sich der Dr. Wohlfahrt, da freut sich der Stefan Schwarzbach, Pressesprecher des DSV. Da und immer noch schauen, null Fehler, null. Grandios, grandios. Alle anderen mit zum Teil einigen Nachladen. Tschechien mit 8, Russland mit 6, Frankreich mit 5, Norwegen auch mit 4, trotzdem in Führung liegend hier mit Emil Hägle-Svensson. 20 Sekunden gut, etwa 20 Sekunden vor ihm hier, vor Erik Lesser. Aber die Deutschen eine Top-Leistung heute am Schießstand. Und jetzt fehlt noch eine Serie, dann wäre es ein makelloses Schießen hier. Oh, da ein kurz. Ja. Verkantet leicht. Kurz vor der Überrundung. Das wäre natürlich gemein, wenn jetzt der Führende hier in einem Überrundeten fährt. Das sieht sehr asiatisch aus. Japan. Japaner sind das, genau. Kurze Unachtsamkeit und schon liegst du da auf der Mütze. Aber Svensson hält Sicherheitsabstand, ja. Nutzt seinen Schwung, fährt den weiten Bogen um den strauchelnden Japaner herum. Zieht nach innen und beschleunigt nochmal. Ja, das ist fast wie Formel 1 hier, die Ideallinie fahren. Ne? Da haben wir es jetzt nochmal gesehen. Svensson auf dem Weg in den Tunnel. Natürlich auf der Großbildleinwand zu sehen. Und ja, sie freuen sich schon mal vorsichtig und sie treten auch so ein bisschen nervös. Natürlich, klar, von einem Bein auf das nächste und hoffen natürlich. Die Spannung steigt jetzt gerade. Andreas Birnbach hat es ja gesagt, das ist oft schlimmer, wenn du draußen stehst und nicht mehr selbst läufst. Dieses Gefühl, diese Nervosität, und die wird jetzt steigen und zwar fast ins Unermessliche, da bin ich mir sicher. Aber auch beim Erik, denn er weiß, was er jetzt hier leisten muss, damit er zumindest diesen Platz absichern kann. Das ist jetzt schon eine außergewöhnliche psychische Belastung, mit der er hoffentlich zurechtkommt. Emil Hägle-Svensson kennt diese Situationen. Erik Lesser kennt sie aus Ruppolding, wo er es hervorragend gemacht hat vor wenigen Wochen, wo er zweimal 0,5 geschossen hat, allerdings auf der letzten Runde nicht mehr gegen gegen Svensson und Sumann standhalten konnte. Also er kann es, aber es war eben nur ein Weltcup und keine Weltmeisterschaft. Vielleicht schöpft er aber aus seinen Einzelergebnissen hier bei diesen Weltmeisterschaften jetzt ein wenig Motivation und auch noch ein bisschen mehr Kraft. Denn er sagt ganz selbst, mit meinen Platzierungen innerhalb der Top 15, da bin ich persönlich top zufrieden mit, weil das ist genau das, wo ich mich einordne. Und das kann natürlich auch Selbstvertrauen bewirken. Und das sind die drei, vorne Österreich, Russland und dann Frankreich mit Martin Fourcade, die sich um den dritten Platz momentan streiten. Fourcade etwas länger gebraucht am Schießstand eben als letzter dieses Trios jetzt hier.
Und Erik hat nur 3 Sekunden verloren auf Emil Hekle-Svensson. Also wollen wir nicht spekulieren, dass der Norweger jetzt große Fehler macht. Aber er darf sich auch keine Fehler erlauben. Er darf sich keine Strafrunde erlauben. Definitiv, was er normal nicht tun wird. Aber auch die Norweger haben wenigstens ein wenig Druck. Wenn alles glatt läuft, wird das der 4. WM-Titel nacheinander für Norwegen. Wenn etwas Außergewöhnliches passiert und nur dann gibt es noch die Chance für die nachfolgende Nation, die Norweger, um Trainer Esper Nordby Andersen abzufangen. Emil Hekle-Svensson, das letzte Schießen für ihn. Fehler gleich. Ja, er hat das Polster, aber für einen Nachlader. Er weiß, dass er den trifft. Erik Lesser ist da. Schade. Ja, und da bleibt er sogar noch stehen. Hat man im Ansatz sogar noch gesehen. Das ist Svensson, wie man ihn kennt. Aber erstmal auf Erik Lesser. Fehler. Langsam, zweiter langsam, Fehler. Ruhig langsam, bleiben jetzt. Langsam. Oh je. Er hat 3 Nachlader, aber die müssen jetzt alle sitzen. Ja. Strafrunde Deutschland. Das gibt's doch nicht. Erik, konzentrier dich, bleib ruhig. Belass es bei der einen. Dann geht's vielleicht noch. Nein, es sind 2 Strafrunden für Deutschland. Oh je. 50 Sekunden etwa, die er verlieren wird. Und da sind schnelle Leute hinter ihm. Es will nicht sein, das gibt's doch gar nicht. Sind das Parallelen zu Antholz, zu der Staffel, wo Erik Lesser 4 Strafrunden sich einhandelte und sie können es am Ende gar nicht glauben, die anderen 3. Erik, was ist da passiert? Jetzt hat er natürlich dann 3 ganz starke Läufer. Wenn die treffen, dann tut er mir leid auf der letzten Runde. Die können ihn alle noch fressen. Fehler Frankreich. Gut für Erik Lesser. 2. Fehler Frankreich. Nach wie vor gut. Fehler Österreich. Die Russen, ja, die Russen. Erik, gib Gas. Oh, das wird eng. Er hat natürlich diese 300 Meter in den Beinen jetzt. Mischko fertig. Fourcade fertig. Erik Lesser ist raus. 1,17 Rückstand nach vorne. Das ist nebensächlich, aber es sind 13 Sekunden, die er Vorsprung hat vor Mischko. Nochmal 5 vor Fourcade. Und schauen Sie auf Simon Schemter rechts. Schauen Sie ins Gesicht von Andreas Birnbacher. Fassungslosigkeit. Oh Mann, die fragen sich jetzt natürlich auch, kann der Erik das halten? Er wird doch nicht. Ja, und die wissen um die Laufstärke der anderen. Natürlich wissen sie das. Ah, Svensson, schauen Sie nochmal, was der Norweger macht, nachdem er mit dem Schießen fertig ist. Da bleibt er einfach stehen. Ich bin's, jawohl. Das wird mein 4. Gold hier bei dieser WM. Das wirkt manchmal ein bisschen arrogant nach außen hin von Emil Hekle-Svensson. Aber wenn man 4 Goldmedaillen holt bei einer WM, dann weiß ich nicht, ob man es sich das leisten kann, aber da kann man das schon mal machen. Er ist ja damit, während Erik Lesser hier kämpft, die Strecke und weiß, dass da schnelle Leute hinter ihm sind. Emil Hekle-Svensson wird ja der Erste sein seit Ole Einar Bjørndalen, der schafft 4 Goldmedaillen bei einer WM zu holen. Bjørndalen hat das 2009 geschafft und Erik Lesser muss laufen und laufen und laufen. Ich bin stärker wie du. Auch wenn es beim genau weiter, weiter, Kim. So ist noch keiner zum Sehen. Drei hast du, das lasst du nimmer, nimmer. Hopp, Druck drauf, hopp. Genau, da war noch keiner zu sehen und da hinten kommen sie aber. Wolfgang Pichler, erste russische Frauentrainer hier als Betreuer an der Strecke. Und dann ist es Dmitri Mališko und Martin Fourcade direkt hinter ihm. Die beiden haben sich zusammengeschlossen. Hier gehen gemeinsam auf die Verfolgung von Erik Lesser. Sehen wir ihn da noch links? Nee, da ist der Vorsprung noch ein bisschen da. Oh, wird das spannend. Wird das spannend. Denn wenn die beiden da ankommen, dann kann das ganz schnell nicht um Platz 2 und Platz 3 gehen. Dann geht es um Podium oder nicht Podium. Da geht es um Medaille oder keine Medaille. Und da ist Erik Lesser an der Zwischenzeit. Wie viel hat er noch auf die beiden? Es waren...